also wirklich. Nein. Und der liebe Hans-Georg Sendt schreibt, könnt ihr vielleicht ein Hotel bauen für die Gäste? Das könnte man vielleicht mal als nächstes ins Programm mit aufnehmen, ne? Das ist eine coole Sache, ja. Ja, da können die Gäste nämlich immer unterkommen. Und vielleicht müssen wir dann die Hüte der Gäste nicht immer in unseren Kistenraum reinhängen, sondern können einfach einzelne Zimmer bauen für die Gäste. Und dann hätten wir auch beide Fliegen mit einer Klappe geschlagen, dass die Gäste sich erstens in ihrem Zimmer verewigen können und zweitens da dann ihren Hut aufhängen können. Hey, das ist schon voll die nice Idee. Okay, wo bauen wir das Hotel hin? Ecki! Ja, warte, ich muss noch Kakaoböhnchen für das Pulver mitnehmen. Wo geht's denn hier runter? Wo geht's denn hier runter? Hier, bei den Ghosts. Oh, Junge, da. Junge. Sassi, was ist los? Sassi, es ist irgendwas. Sassi, sag es uns. Das ist nichts. Sag es uns, Sassi, was ist los? Eins ohne Glas machen, dann geht einer drüber. Was liegt dir auf dem Herzen, Sassi? Nix. Sassi. Ja, was hältst du davon? So sieht man noch einiges. Ja, ja. Vor allem hier oben so und dann so. Oh. Wie nennen wir denn jetzt das Kaufhaus? Die anderen haben noch gar nichts dazu gesagt. Ja, und in dieses Ding. In dieses Ding. Oh nein! Finde ich gut. Ah. Yeah. Hallo? Ich habe das gut gemacht. Name: Baum Center. Wie denn jetzt? Wuddliger Hobel. Wuddlig? Lass mir ran, denn sie will ja. Okay, Jenny, was würdest du sagen? Ich halte mich darauf. Warum? Oh, Gottes Willen. Bugfee, was würdest du sagen? Wenn du da fragst. Bugfee rennt dir die ganze Zeit rum. Ja, aber und tut ich versuche. Nichts. Such dir einen. Hast du was zu tun, ja? Ja, ich suche. Was suchst du denn? Ich suche. Lass sie suchen. Okay, ich lass dich. Ich lass dich suchen. Was sucht Ecki, ihr denn? Welchen Baum nehmen wir denn als Hotelbaum? Oh nein! Ich bin auf dem Weg. Warte, mal müssen wir spawnen. Bellbaum, Ecki ist alt, die braucht länger zum Gehen. Ich bin vom Baum gefallen. Ich brauche was zu trinken. Ich bin jeden Moment wieder da. Peinlichchen. Der meckert selber, wenn andere Leute was essen müssen zwischendurch. Aber holt sich was zu trinken. Moment mal, ich war die ganze Zeit hier, ja? Und ich höre auch die ganze Zeit zu. Also bitte, sei jetzt nicht so unfreundlich, Frau Jenny. Selber. Selber? Ja, ich bin bei meinem Laden. Aber trinken ist echt was Gutes. Ja, echt so. Da ist The Rockman. Ja. Hallo. Hi. Na? So, Baum, Ecki, los. Ja. Nee, apropos, bevor wir jetzt hier eine neue Baustelle aufmachen, Ecki, wir wollten das hier doch noch hängend machen. Stimmt. Hängematte. Oder wie machen wir das? Ja. Das ist ja ganz schön viel Arbeit. Oder stützen wir... Was war das? Sie? Beherrsch dich mal. Du hast mich was runtergeschubst. Nein. Das hat sie extra gemacht. Also, Ecki. Ja. Wir könnten das natürlich auch so machen, dass diese Brücke hier oder die Brücken auf den kleineren Bäumen hier drumherum gestützt werden. Also unten noch Bäumchen pflanzen. Nee, wir können ja einfach hier rüber von dem Baum beispielsweise eine Stütze hier unten ran machen. Stimmt. Und hier, der Baum hier stützt sogar die Brücke direkt. Und dann geht's ja schon hier hin. Das heißt, wir haben hier eine Stütze und da eine Stütze. Schokolade, Schokolade, Schokolade. Was geht denn mit Bilbo ab? Schokolade. Bilbo? Ja? Schokolade? Schokolade! No. Das haben wir echt schon lange nicht mehr gehört. Das musste jetzt mal sein, glaube ich. Hallo. Sie ist aber doch krank. Hast du Schokolade? Ja, guck mal. Bekomme ich ein Stück von deiner Schokolade? Oh. Oh, Bibi, du musst es... Oh Gott, was war das denn? Schokolade. Kann man gar nicht essen? Scheiß Schokolade. Bucky, fertig. Back den Keks. Alter, wirklich jetzt? Mein voller Ernst. Sexy!
Er scheint begeistert zu sein. Also ich mag es. Oder sprachlos. Hatte ich. Andere Farbe hatte ich nicht. Oh, gefunden. Ich wollte ihn nicht abgeben. Andere Farbe hatte ich nicht gefunden. Ah, verdammt. Nee, okay, lassen wir so. Also mal abgesehen davon, dass die Rockerbar ja meistens mit harten, tätowierten Leuten bestückt ist, ist Pink natürlich genau die richtige Farbe. Ich wollte blau nehmen, aber ich habe keine blauen Farben gefunden. Was hast du nur mit diesem Mann gemacht? Diesem Teppich gemacht. Nix. Caro, stell dich jetzt... Nee. Ist denn... Das geht so nicht. Geh mal rein. Caro ist wieder richtig unnötig. Oh, was steht da? Was steht da? Hallo, was steht da? Machen. Warte doch mal. Oh! Alter, wie sie mich einfach weggeklopft hat. Caros Karottenladen. Ja, das ist Caro wollte. Ich will auch gucken, ey. Oh, genau, nee, Jenny, du guckst dir jetzt nicht deinen Toupet-Laden an. Ey, voll schön. Auch. Immer bei dem Blog. Ja, das ist auch meine Idee gewesen. Man könnte sagen, das ist ein Tupper-Laden. Ah, hier fehlt noch ein Stuhl irgendwie. Ah, da ist kein Platz. Ah! Nein, 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 nein. Mach, geh schnell weg. Genau. Nein, das. Eckig, braun Schild, eckig, braun Schild. Eckig, braun Schild. Warte, da. Ja, toll, danke. Anstatt es mir einfach hinzuwerfen. Das S steht für geschlossen. Hä? Ja, das war's. Das ist geschlossen hier. Oh. Ich brauch Hühnchen. Ja, gut. Jenny ist begeistert, Ecki. Ja. Das ja gut hieß so viel wie leck mich am Arsch, sieht das kacke aus. Ja. Für die Spiegel können wir noch eine bessere Alternative finden, ansonsten geht's. Aber gut, komm, das war positiv. Hat sich aber nicht so angehört. Positiv? Hat sich aber nicht so angehört. Sehr gut. Wir haben Tja, so Jenny, viel Mühe gegeben. Ja, ne? So viel Mühe. Und jetzt kackt sie uns einfach so ins Gesicht. Gesicht. Oh, das war ich. Da war ich. Oh, guck, das bin ich. Hallo. Also bei mir ist da ein Schiff. Hallo, bei mir ist da ein Creeper. Ein Creeper. Okay, dann lassen wir den Creeper doch als Spiegel. Okay, oh, ein Creeper. Ich bin halt ein explosiver Typ. Weißt du, Ecki, und jetzt macht sie nur eine Seite, weißt du, als ob ihr die andere gefällt. Ich hab kein anderes Gemälde. Ja, komm, weißt du, sie kann sich auch... Nee. Was steht denn da? Bilbos Schokoladen nom nom. Nom. Was machst du denn da, Bilbo? Nom nom. Oh, ist das nom, nom. Nom, nom. Alter! Caro kommt! Jenny ist stinkelig. Mann! Ja. Kein Hühnchen für Rocky! Was ist? Nichts! Sie isst Schwein und geht zu Rocky. Hab ich auch verstanden. Kein Hühnchen! Kein Hühnchen für Rocky! Was nee. Du brauchst Teppich! Oh, ich brauche auch Teppich und zwar vor ich Ecki. Ich hab Hunger. Ich komm nicht. Alter. Ich hab. Ich, Rocky, in der Truhe ist noch irgendwo Teppich. Ich komm da nicht. Bibi? An. Ja? Ich runterspringe. Das ist okay. Die Bed Wars Taktik. Nein, ich bin nur der Baum da drüben. Wäre doch perfekt für das Hotel. Okay, wir haben keinen Teppich mehr, sondern noch Wolle. Ja, Ecki, viel Spaß. Dick. Ja, dann wer hat denn hier das da drum gemacht? Da bauen. Okay. Ich hab Material. Ja. Dieses Wabbelnde Wabbel. Das sieht aus wie Caro. Ja, es wird über mich geredet. Schon, ne? Ich bin ein wabbelndes Wabbel. Okay. Ein bisschen wabbel, schon. Wabbel, wabbel. Das stimmt. Wabbel, wabbel. Lässt du bitte meinen Hund in Ruhe, Backfee? Nee! Wabbel, hallo, Babbo! Was ich? Hallo! 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 Okay, es reicht. Oh Gott, wer ist das denn, Backfee? Backfizzle in my Nizzle. Jetzt haben wir uns immer noch für keinen Namen entschieden. Ecki, jetzt sag mal einen Namen. Hatten wir doch schon. Baum. Was denn? Baum. Busch. Ah, das ist Baumbusch. Busch, Baum. Baumbusch. Buschbaum. Buschbaum. Busch. Okay.
Baumbusch. Leute, merkt Baumbusch. Ihr, es ist unmöglich, mit diesen Leuten einen Namen zu finden. Oh, einen gemeinsamen, mit allen abgestimmten Namen. Es geht einfach. Oh, nein, es gibt keinen Hosenschlund. Los. Okay, ich zieh jetzt ein Los. Reib Hosenschlund drauf. Wir ziehen jetzt ein. Wir nehmen jetzt. Okay, sag mal, Caro, sag mal Stopp. Hosenschlund. Okay. Toll, jetzt haben wir echt Wood Center. Tja, Wood Center. Okay, dann haben wir jetzt das Wood Center gegründet. GG, ich mache ein WC. Warte mal. Ein WC? Ich wollte eigentlich WC da jetzt dran schreiben. Dann machst du wieder weg. Ecki. Das McDonald's, WC. Ne, machen wir ab. Mit was machen wir denn das WC da dran? Mit Glowstone. Echt, mit Glowstone, okay. Ja, haben wir noch so viel Glowstone? Hast du noch viel Glowstone? Ihr wollt jetzt nicht ernsthaft da WC dran schreiben. Ja doch, hallo, es wurde bestimmt. Ja, aber nicht, dass man da WC dran schreibt. Ja, hallo, es heißt jetzt Wood Center. WC. Und da ist Wood Center. Die Leute haben das entschieden, ja? Und ihr wolltet das nicht entscheiden, deswegen schreiben wir da jetzt WC dran. Ist gut. Haben verstanden. WC. WC. Okay. WC. Sag mal, Caro? Jen, McWen. Ja, haben wir noch irgendwo Glas? Nein! Geh gucken. Doch! Jetzt geh ich brennen. Danke schön. So bin ich. Oh. Es gibt doch noch gute Menschen hier. Oh, Ecki, hast du das gehört? Mhm. Jetzt fühle ich mich schlecht. Heißt, ihr seid kacke. Ich bin ein schlechter Mensch. Nein, das habe ich nicht gesagt. Wir sind schlecht. Wir sind richtig scheiße. Das musstest du nicht sagen. Merkst du eigentlich, wie sehr du Bilbo jetzt zerstört hast dadurch? Bilbo, ich hab dich ganz doll lieb. Ja. Oh. Ich dich auch, Jay. Ja. Und hier. Okay, pass mal auf. Das ist ja nur ein großes W jetzt. Ja, für Willi. Oh, selbstverliebt. Willi. Pass mal auf, Caro. Meinst du, das kann man so ineinander verschmelzen lassen? Bin schon weg. Oh. Ja, ich muss für Jenny Sachen suchen. Das ist wichtig. Ecki! Ja? Ne, sieht bestimmt scheiße aus, oder? Hä? Ne, warte mal, ich verstehe gerade sowieso nicht, was ich hier gerade mache. Ach da. Jenny? Ich wollte das W, ich wollte das C eigentlich so ins W einbauen. Warte. Also das Holz wäre dann in dem Fall das C noch, aber ich glaube, das sieht scheiße aus, oder? Ja, ein bisschen. Also wenn man das jetzt noch aus Glowstone machen würde. Guck mal, Bilbo. Hä? Ja, nee, das geht so nicht. Ich würde das W vielleicht ein bisschen weiter links machen und dann da angeeckt vielleicht das C, ein bisschen weiter runter. Bilbo ist derselben Meinung. Yeah. Ich habe nur noch 10 Glowstone. Ich hätte es vielleicht vorher mit Holz bauen sollen. Haben wir gar keinen Glowstone mehr? Naja, das war der letzte. Das hier auch austauschen? Natürlich. Ich hole Glowstone. Ja. Aber ich habe ja noch Pulver. Ja. Ohne Frage. Aber ich würde halt hier so noch so ein bisschen. Oh. Aber hier drüben ist ja auch noch. Dass man da so quasi so, weißt du? So. Ja, so. William? Ja? Doch so. Also, dass man nicht eine obere Decke hat, die fliegt, weißt du? Muss das denn vom Bayern sein? Ach so. Ja, ne? Ach so. Ja, natürlich. So. Gut, dann machen wir hier ab. Aha. Oui, oui. Oh. C'est le français. Scheiß Blumen. Was auch immer. Ecki. Hast du gerade Scheiß Blumen gesagt? Ja, super. Sie mag die Blue Man Group nicht. Ah. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal nochmal Glowstone holen gehen. Bugfee, möchtest du mitkommen? Ja. Du gehst hollen. 12 Stück habe ich noch. Oh, fuck. Hollen.
Oh, ja, dann geh holen. Bibi. Ja, aber ich hab Angst. Ich glaube, das mit der Höhe hatten wir heute schon mal, oder nicht? Ja, und das mit den Blöcken unter einem abbauen ist eine Scheiße. Oh, Junge, Ecki, wir haben ja ultra viel Glowstone. Das noch. Belbo, das ist Anfänger. Muss ich jetzt den Glowstone holen? Doch, das wäre super von dir. Das wäre toll. Ich habe mich eventuell getäuscht. Ich sehe hier kein Glowstone. Eventuell? Ja, eventuell. Wo sind meine Sachen? Die müssten irgendwo auf dem Baum liegen. Ah, da! Rüstung, Waffen. Gib mir.